Ja, Hallöchen, ihr Lieben, und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Elden Ring, ihr Lieben. Ja, so ist es. Und auch mit meiner Kaffeetasse hier, Elden Ring. Ich bin wieder voll bestückt mit Elden Ring. Also weiterhin. So, was mache ich? Ja, ganz einfach. Ich werde es jetzt machen. Ich werde den Bossgegner machen, Leute, und hoffentlich auch besiegen. Hier oben am Seeofra, da haben wir noch einen, der hat ein Item für uns. Karte von Seeofra, Karte gefunden. Na endlich! Ja, da ist einmal Seeofra die Karte. So, und da drüben ist er schon, der Gehörnte. Leute! Heilighornland! Gibt es aber noch irgendwas zu looten? Das wäre dann schon interessant, würde ich sagen. Nö, da gibt es ja gar nichts. So. Ja, passt. Gut, dann würde ich einmal sagen, machen wir das. Gehörnte Überreste berühren. Leute, es geht los. Bossgegner, oh, der Gehörnte. Leute, es ist auch so ein Bossgegner, der immer wieder kommt. Gibt es da irgendwas? Nö. So, Bossgegner. Der ist auch nicht schlecht. Der ist nicht ohne Leute, aber es geht eigentlich. Wundersame Arznei. So, Leute. Ahnengeist. Na, Leute. Der Hirsch, das ist so ein Hirsch. Auf die Hir eine Art Hirschgeist. Ah, Schaden, ja, ein Schlag. Aua. Leute! Oh, die Wanderader liegen die. Leute, 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 aufstehen! Schnell, schnell, schnell. Ich erwische den nicht. Der ist so schnell, Leute. Also auf der Xbox ist er mir ein bisschen einfacher vorgekommen. Schnell weg, 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 weg. Nur noch ein Wanderadeliger. Boah, Leute! Boah, der tritt aus, Leute! Aufgepasst, Frost! Aufgepasst vor Frost! Wir haben ihn bald, Leute! Schnell weg, 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 weg. Komm an der Wanderadeliger, mach doch was. Leute, 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 raus hier. Meine Adelige ist tot. Nö! Ich habe ihn gleich, Leute. Nö, aufgepasst. Ein Schlag, Leute. Ich hasse es. Ein Schlag nur noch. Ich triff den nicht. Nur noch ein Heiltrank, Leute. Geschafft.
großen Gegner zu Fall gebracht. Ahnen Jünger Asche, Leute. Errungenschaft freigeschalten. Ahnengeist. Ahnen Jünger Asche, Leute. Ha, passt. Das finde ich sensationell, Leute. Den haben wir besiegt, Leute. So, somit haben wir eigentlich Brunnen am Siofra abgeschlossen. Soweit einmal. Ich könnte mich später vielleicht noch einmal da umsehen oder so. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu entdecken. Das wäre natürlich optimal. Irgendwo muss es da jetzt ein... Kann ich reiten oder so? Nö. Irgendwo muss es da... Ah, da. Da gibt es das zum Zurückreisen. Passt. Ja, na bitte. Haben wir den geschafft, Leute. Und zurück. Leute, zurück. So. Ich würde mal sagen, wir sind hier mal fertig. Und ja, da können wir dabei nichts mehr machen oder so. Vielleicht hier schauen, ob es da irgendein Item oder so gibt. Nö, gar nicht. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, weg von diesen Brunnen. Jo, dann würde ich einmal sagen, was haben wir da? Tiefer Brunnen von Siofra. Da schaue ich einmal hin, was da los ist, weil ich glaube, kann es sein, dass wir da noch was haben? Sell it. Ich glaube nämlich, dass es da... ja, irgendein, eine Sache gibt, ein Loch, eine Höhle oder irgend sowas. Weg, weg, weg! So, und zwar, ja, da bin ich richtig. Jawohl, nicht getroffen. So, da ist auch einer. Ah, nö, Leute. Das ist ziemlich schwer. Ah, Leute. Gehen wir mal darauf. Den mache ich jetzt. Aua. Weg, 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 weg. Schlagen, also schnell schlagen. Aufgepasst hier. Warum fliegst du die ganze Zeit? Kitzel dich doch nur am Fuß. Fertig. Ja, gut. Jo. Geschafft, Leute. Den habe ich auch besiegt. Ah, da ist ja noch einer hinten, genau. So, weil da gibt es nämlich einen unglaublichen Bossgegner, der sehr starr ist. Ich probiere den mal mit 20.000 Runen. Leute. Weiß ich jetzt nicht, ob das günstig ist, dass wir den machen. Weil da ist nämlich was, was ich haben will. Weil ich glaube, da kommt man dann in das Schloss rein. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal, was da los ist.
Da ist ein Riesengefäß nämlich. Und das Riesengefäß möchte ich machen. Das kann man aber nur machen, was ich weiß, wenn man... Ich kann das ja nicht machen, Leute. Wenn ich nicht online bin. Weil da gibt es nämlich solche Ritter, die man besiegen muss, die unglaublich stark sind. Ich wollte mal probieren, Leute. Da werde ich mal dann hier reden. Hallo, du Freunde der Feinde. Ihr könnt nur das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Ja, das meine ich. So, Leute. Rotes Rufzeichen berühren. Wie schaut der aus? Oh. Und der? Ich muss eh wahrscheinlich alle drei besiegen, Leute. Ich nehme mal den. Nö, ich nehme den. Leute, oh, Leute. Ritter des großen Gefäßes. Diesen Gegner herbeirufen. Oh, das ist so extrem, Leute. Oh, Leute. Gegner wird herbeigerufen. Kann ich da nicht irgendwas nehmen? Nö. Aufgepasst hier. Weg, 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 weg. Boah. Der ist extrem duellant, Leute. Ich habe nur noch 4 Heiltränke. Leute, ich mach fast keinen Schaden, Leute. Nur noch ein Heiltrank, geht nicht mehr. Weg, weg, weg. Ja, tot. Snappt er mich weg. Leute, das ist doof. Ich hole nur noch meine Rune. Und dann bin ich weg von da. Nö, noch keine Chance. Nö, noch keine Chance. Meine Runen hole ich aber auf jeden Fall fix, Leute. Das ist sicher. So, meinen Kaffee noch austrinken. So, ich hole mir da jetzt auf jeden Fall mein Pferdchen. So, wie geht's jetzt weiter? Auf jeden Fall möchte ich mich mal weiter in Selid umschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schloss Rotmähne wäre auch einmal interessant zu machen, aber irgendwie bin ich da nicht ganz fit, glaube ich. Aber ich kann aber schon sein. Ich muss mal nach Schloss Rotmähne, Leute. Ja, ja, wie viel? Sag, steht doch auf, Mensch! Ich kann die Spektralrostpfeife nicht mehr nehmen. Hä? Warum mit Purpurträne? Verstehe ich nicht. Naja, gut. So, fertig. Ja, passt. Dann werde ich auf jeden Fall da mal was... Ja, jetzt da... Schießt der da noch die... Dürfte mich wahrscheinlich eh nicht treffen. Ja. So, Leute. Ja, genau. Ich kann das nicht rufen. Ja, also es wird da noch sehr interessant werden. Bitte, wie, ich kann nicht einmal meine Karte aufrufen, weil der Kilometer weit mich stört. Den mache ich jetzt nicht noch einmal, Leute. 20.000 Runen, Leute. Die will ich ja doch nicht verlieren, ne?
Leute. Was soll denn das? Warum kann ich mein Pferdchen nicht nehmen? Ich kann mein Pferdchen nicht rufen. Das ist natürlich blöd. So, da unten steht er. Ich gehe da mal weiter weg. Ja, genau. Weil ich mein Pferd nicht rufen kann. Weil ich mein Ross nicht rufen kann. Ich muss wieder meine Runden holen. Das ist was Doofes, ne? Ich kann nicht weg. Ich kann mit dem Pferd nicht rufen, vorbeilaufen gar nicht, weil da bin ich sofort tot. Ich verstehe es nicht, Leute. Ja, ich muss meine Runen holen. Ich will die 20.000 Runen nicht verlieren. Weg da mit dir! Meine Runen holen. Genau. Ja komm, steh doch! Warum der nicht aufsteht, verstehe ich nicht. Der braucht hunderten Stunden zum Aufstehen. Da ist sind meine Runen. Aber es hat mein Pferdchen, Leute. So. Genau, richtig. Schnell zurück hier wieder. Ist da irgendwas vielleicht? Eine Höhle oder so? Einfach nur so nebenbei. Nö, da kann man auch nichts machen. Ja, ich kann da nicht einmal meine Karte aufrufen, um reisen. Ja, muss ich so machen, Leute. Flüchten. Was gehen wir als nächstes an? Das ist einmal wichtig zu wissen. Es gibt so viel zu tun, Leute. Mal zur Tafelrundfeste gehen. Ne? Ruinenfragmente. So, passt. Was haben wir da? Hey, was ist denn da drüben eigentlich? Ein Riesenbär! Tschüss! Nö, da kann man nichts machen. Ja, natürlich! Steinschwertschlüssel! Jawohl! Gefunden! Schnell weg hier. Ja, der bläst mich mit seinem elenden Gestank, Leute. Das ist Wahnsinn. So. Ja, passt. Gut. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir mal zur Tafelrundfeste. Schauen, was sich hier so tut. Oh, Leute. Wahnsinn. So, wie schaut's aus? Zeitmäßig. Ja. Tafelrundfeste. So. Hast du noch was für mich? Nö, will ich nicht. Danke. Tschüss. Hast du noch was für mich? Nö, tschüss. Leute, den habe ich, glaube ich, schon besiegt. Ich
könnte ja auch, anstatt zu leveln, hier mal probieren, aber ich glaube, ich kann keine machen. Keine Geistereinstimmung. Doch, ich könnte den Kopflosen, Leute, den mache ich. Den auch, den Kopflosen, Leute. Und einen Jünger Asche. So, mehr kann ich eh nicht. Waffen kann ich auch nicht verstärken, glaube ich. Nö. Da brauche ich einen Dreier-Dunkelschmiedesteiner. Wo gibt's denn die? Das ist natürlich die Frage, wo es die gibt. Wurscht jetzt. So, ich könnte normalerweise da unten schon rein. Ich müsste Steinschaltschlüssel haben. Genügend. Ich weiß nicht, was da jetzt schnell war. Ja, passt. Jo! Gut. Auf die Hütte hier. Und hole mir den Schatz hier. Ich weiß schon, wo ich hin will. Gebetbuch der Assassinen. Das lese ich mir gleich durch, Leute. Die ganzen Bücher. Wo sind denn die? So, schaue ich mal das einmal an. Nö, das ist viel schlechter. Was haben wir da? Pfeil und Bogen. Der ist ja schlechter, der Hornbogen. Leute. Jo. Wo haben wir denn die ganzen Bücher eigentlich hin? Hier, Handbuch. Handbuch, Schimmerstein, Missionars. Weißt du, auf eine Glocke, Schneiderwerkzeuge, goldene Nähnadel. Besondere Nähnadel für die Gewänder der Halbgötter. Okay. Nähnadel. Eisernes Schleifmesser und Schleifmesser. Karte, die ganzen Karten. Da, Gebetbuch der Assassinen. Gebt dies einem studierenden Kleriker. Ja, Leute! Gebetsbuch der Assassinen der Tafelrundfeste kann einem studierten Kleriker übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Anrufen zu erhalten. Assassinenschritt in Dunkelheit. Mach ich. Dann mache ich das jetzt gleich, Leute. Na bitte. Jawohl. Weiß ich schon, wo ich hin muss. Ja, hack ein bisschen mehr. Das ist ja Wahnsinn, Leute. So, ihr Lieben, dann würde ich einmal sagen, die Folge ist gleich vorbei. Ich gebe jetzt diesen komischen Anrufungsheini da, Heini, noch dieses Buch. Servus. So, ein Gebetsbuch überreichen. Gebetbuch der Assassinen übergeben. Passt. Ja, sicher. Seine Anrufungen lassen sich nicht auf den Erdenbaum zurückführen, okay? Also gut, ich werde es annehmen. Passt! So, Anrufungen studieren. Was haben wir? Assassinenschritt. Lässt Fußschritte verstummen und verringt Sturzschaden und Sturzgeräusche. Ich weiß nicht, eher weniger für mich. Weiß nicht. Schleudert einen tosenden Feuerball. Dringende Heilung. Heilt eine kleine Menge LP. Ich weiß nicht. Solche Anrufungen studieren. Ich weiß nicht, Leute. So, und wo schauen wir als nächstes jetzt hin, Leute? Ich würde mal sagen, hier rüber. Weil was haben wir da? Ruinen des Wegpunkts von Selit. Ich möchte das nämlich machen, Leute. Südhochstraße von Selit. Da haben wir Sumpfufer von Eonia. Sumpfufer von Eonia. Genau. Werde ich einmal dorthin marschieren, weil, ihr Lieben, dort soll ja irgendwo die Nadel versteckt sein, die wir eigentlich brauchen. Oder? Oder? Oder nicht? Jo. Ihr Lieben, dann machen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich einmal sagen. Und ich hoffe, du bist wieder dabei. Sei wieder dabei, wenn es wieder heißt Elden Ring, ihr Lieben. Na bitte. Dankeschön fürs Zuschauen. Game over und ciao.